dir doch sage. Geil, Alter. Du weißt einfach... Geil, Alter. Wie mal mit Frauen. Was geht, Freunde der Außenwelt? Ihr switchen rüber und let's rock. Ja, einfach unfassbar. Oh Mann, Malte, das ist die witzigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ja. Einfach unglaublich. Wenn ich würde mitlachen, aber ich höre sie noch nicht. Bitte erzähl sie nochmal. Okay, jetzt, nee, ja. Lass mal, aber wie läuft's eigentlich bei dir und Blue? Weißt du, neulich hat sie sich wieder aufgeführt und dann habe ich ihr ganz klar gesagt... Erstmal kurz umgucken, um ihm was zu erzählen, was gar nicht passiert ist. Sag schon, was hast du gesagt? Ich hab ihr dann gesagt, hey, Alte, mach mal halblang. Ich bin der Mann... Mit Sicherheit hat er das gesagt. Ja, mit Sicherheit. ...hier im Haus und du tust gefälligst, was ich dir sage. Das hast... Kennt man das nicht irgendwie von Cartman? Da gab's da auch mal eine Folge, wo die das Baumhaus bauen. Wo der auch sowas gesagt hat. Ey, Alte, ich hab das und das gesagt. Und dann ruft seine Mutter, da soll reinkommen. Ja, Mom, ich komm gleich. Das war so krass. Du wirklich gesagt? Ja klar doch. Denkst du, ich laber Scheiße? Was macht ihr? Was? Also wir unterhalten uns über Erderwärmung. Ja, ja, ganz schlimmes Thema. Weiß gar nicht mehr, was ich mir da für Kleidung anziehen soll. Und denkt doch mal jemand an die Pandas. Wir sind so... Ja, ich meine, bei Erderwärmung weiß ich auch nicht mehr, was ich noch anziehen soll. Am besten nackt rumrennen. So süß, ne? Gut gerettet. Was war daran gut gerettet? Letztens meinte sie, ich soll mehr im Haushalt helfen. Dann meint ich... Jetzt erstmal einen Keller runter. Ich nur so. Hey, jetzt gucken sich alle Beete um. Putze, ich bin hier der Boss und dein Vorschlag wurde abgelehnt. Also geh du mal schnell wieder in die Küche. Wow, das hätte ich mich nicht getraut, aber wirklich krass, dass du das so durchziehst. Manchmal muss man einfach durchgreifen. Witzig, die Frauen stehen auf sowas. Ach, hier bist du. Echt witzig. Kannst du eben den Müll rausbringen? Hey, ja klar, mach ich später. Wie Cartman, genau wie Cartman, ich sag's doch. Genau so. Oha. Jetzt wird sie zu Domina, Alter. Sag mal, bist du eigentlich am Freitag beim Männerabend dabei? Klar, easy. Mann, meine... Ich bin gespannt, was jetzt für eine Ausrede kommt. Alter, die hat so rumgezählt. Besser gesagt, was für eine Lüge. Aber ich habe ihr dann versprochen, dass ich um 22 Uhr zu Hause bin. Wollte meine auch, dann habe ich aber auf den Tisch gehauen und gesagt... Ich komm heim, wann ich will und wehe, du hast keinen geilen Mitternachtssnack für mich vorbereitet. Oh, als ob, Alter! Wie dann so? Hamburger oder Pizza? Soll ich dazu noch die rote Spitzenunterwäsche tragen? Ich meine, das, was sie anhat, ist schon perfekt genug. Hat sie nicht gesagt. Doch, wirklich wahr, wenn ich's dir doch sage. Geil, Alter, du weißt einfach... Geil, Alter. Wie man mit Frauen redet, Mann. Ja. Aber, sag mal, wenn du vielleicht doch irgendwie... Auf jeden Fall weiß er das. Früher los muss, teilen wir uns dann das Taxi? Ja, klar. Oh, das war so eine gute Idee mit dem Männerurlaub. Oh. Ja, voll. Weißt du, zuerst hat sie sich etwas quergestellt. Und dann habe ich gesagt... Vor allem, ich bin im Männerurlaub, gucke ich sich aber erstmal um, ob es irgendwo da ist. Oh nein, ich glaube, die kommt dann gleich um die Ecke. Jetzt hör mal zu, Weibchen. Ich schaffe hier die Kohle ran. Also kann ich machen, was ich will. Hast du wirklich gesagt? Ja, voll. Respekt, Mann. Alter, du hast alles. Also manchmal sollte man wirklich bei seiner Frau oder Freundin richtig auf den Tisch hauen. Aber mach das am besten nicht, wenn sie dabei ist. Alles im Griff. Oh, oh. Warum hast du nicht auf meine letzten zwei Nachrichten reagiert? Oh, oh. Ich hab doch gesagt, du darfst nur in den Urlaub, wenn du dich stündlich meldest. Oh, 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 Junge, da kannst du den Urlaub auch vergessen, wenn du dich stündlich nur noch melden musst. Das ist doch dann kein Urlaub mehr, das ist doch schon reinste Arbeit. Und ich habe außerdem Malte gesagt, er soll mir stündlich ein Foto von dir schicken. Genau, Alter. Volle Kontrolle. Schlimmer als eine Regierung. Wow, du fällst mir in den Rücken? Also ich sag's mal so, tut mir leid, aber meine Freundin hat mir nur erlaubt, in den Urlaub mit dir zu fliegen, wenn ich den Befehl von Blue Folge leiste. Junge, aber genau so läuft's. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er darf nur mit, wenn er den Befehl von seiner Freundin Folge leistet. Was für eine krasse Scheiße. Der Stripclub später ist also gestrichen? Oh. Yep. Oh. Danke an Malte fürs Mitmachen. Checkt seinen Kanal ab, wenn ihr Bock auf ein bisschen unterhaltsamen Rage gegen alles habt. Immer. Das hier ist natürlich nur ein Sketch und in Wahrheit hab ich das Sagen. Hast du die Wäsche gewaschen? Oh Gott, das war gut. Das war ein geiles Video. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.